Ich habe es euch angekündigt, ab heute wird es in die Tat umgesetzt. Ich mache mich auf die Spuren der Berliner Weißen in den verschiedensten Ausprägungen. Den Anfang macht dieses Bier hier, Lemke, die Himbeerweiße, direkt aus der Hauptstadt und damit ein richtiges Original, wie der Starter ausfällt, dass der Vater wieder dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid richtig lustig. Wenn nicht, dann könnt ihr ja vielleicht eine Berliner Weiße trinken. Sauerbier, denn sauer macht ja bekanntlich lustig. Ich habe, als ich meine letzte Berliner Weiße hier am Kanal präsentiert habe, vom Berliner Kindl, ein bisschen Schelte von euch bekommen, dass ich ja keine Ahnung davon hätte und dass die Berliner Weiße auf jeden Fall mit Himbeer getrunken werden muss. Und ich gelobe Besserung oder habe damals Besserung gelobt und ich komme heute quasi zum ersten Teil dieser Besserung und die nächsten 7 Tage werden uns dann im Zeichen der Berliner Weiße ein bisschen verfolgen oder in dem Fall mich und in der weiteren Folge dann euch. Ich habe mir 7 Berliner Weiße aus den unterschiedlichsten Ecken dieser Welt besorgt, natürlich auch aus vorzugsweise auch aus Berlin, aber auch ein paar ganz freakige dabei. Und den Anfang macht heute das Brauhaus Lemke mit der Himbeerweiße und damit komme ich jetzt quasi zu meinem wunden Punkt vom letzten Mal. Ich weiß, Berliner Weiße kann man mit Waldmeister oder mit Himbeeren trinken. Ich dachte, und vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch, der mir jetzt doch ein bisschen den Rücken stärkt, ich dachte, man kann es auch ohne trinken, aber da habe ich ganz böse Antworten, gerade aus Berlin bekommen, die gesagt haben, nee, also Himbeer oder Waldmeister, aber drin muss es auf jeden Fall sein. Und dann bin ich ja jetzt hier mit der Himbeerweiße von Lemke ordentlich gerüstet. Auf echten Himbeeren gereift mit einer Brettgärung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ansonsten ist da auf jeden Fall natürlich viel Milchsäurebakterium drin, aber es sind echte Himbeeren. Und wie uns hier dieser Stern auf der Seite verrät, 2018 hat dieses Bier beim European Beer Star Silber bekommen. World Beer Award 2019, Meininger Platin 2019. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Start in diese Serie. Lemke, Brauhaus Berlin, am Alexanderplatz, am Hackeschen Markt, in Charlottenburg, da, ich war in allen dreien schon. Es gibt, glaube ich, mittlerweile noch ein paar mehr. Und ja, wir schauen das Ganze jetzt einfach mal an. 3,5 Volumenprozent Alkohol und 3 Bittereinheiten. Also Bittere ist ja nicht bekanntlich, ist ja bekanntlich nicht die Stärke der Berliner Weiße. Und ja, ich würde sagen, wir sehen auch hier, die Himbeere ist vorhanden und Sauerbier üblich, der Schaum, der so eine leichte pinke Farbe oben drauf hatte, auch relativ schnell wieder weg. Ansonsten haben wir da ein, ja, was ist denn das? Dunkelrot-rosa-farbenes Bier, schön viel Kohlensäure drin. Ansonsten auch eine schöne, gleichmäßige, feste Trübung. So, und ich erwarte jetzt in der Nase Himbeere. Und ich bekomme in der Nase Himbeere. Sehr gut. Aber es ist, riecht tatsächlich sehr natürlich, also es ist schöner, natürlicher Himbeersaft, den man da halt riecht, aber es sind natürliche Früchte gewesen. So eine leichte Säure in der Nase, ansonsten aber schön fruchtig, süßlich. Also ja, vom Bier merkt man noch relativ wenig. Schauen wir mal, ob wir das jetzt im Trunk ändern. In diesem Sinne, sehr zum Wohl. Cheers. Hm. Ich weiß nicht, und da könnt ihr mir ja vielleicht auch ein bisschen helfen im Verlauf der Woche. Ich weiß nicht, ob Berliner Weiße, ob das so ein Bierstil ist, in den man auch in aller Komplexität rein stürzen kann. Es gibt ja nicht so viel, über das man tatsächlich reden kann. Man kann über die Intensität der Säure, über die Frucht, ja, süßlich, sauer, über diese ganzen Dinge kann man reden. Aber es ist dann am Ende des Tages ja kein so riesig komplexes Bier. Ihr könnt mich da gerne Lügen strafen oder vielleicht machen es auch die Biere im Laufe dieser Woche. Ich habe da, wie gesagt, wirklich ein paar spannende Sachen im Kühlschrank. Und wo ich auch selber gespannt bin, wie man mit diesem Stil halt umgehen kann. Aber hier muss ich jetzt sagen, eine schöne, kräftige Himbeere, verbunden mit einer fruchtigen Säure. Ein bisschen Kirsche hätte ich jetzt auch gesagt. Subtil süßlich, also das ist so ein bisschen auch, um das Ganze ein bisschen auszubalancieren. Ich würde sogar sagen, ein bisschen Zitrone. Da kommt so eher so ein bisschen dieser säuerliche Eindruck. Das ist nicht so diese Säure von der Himbeere, sondern eher über die Zitrone.
Funky würde ich sagen, nee. Irgendwo habe ich gelesen, dass irgendeine Brettvergärung noch mit dabei ist, mag mich da aber auch jetzt täuschen. Ansonsten schlank, spritzig, säuerlich, super erfrischend von der Drinkability her. Bier, das kann man, glaube ich, auch vom Alkoholgehalt natürlich super trinken. Und es ist jetzt eben auch nicht so riesig breit aufgestellt, was das Aromenspektrum angeht. Es geht mit Himbeere in Nachdruck. Es wird so ein bisschen astringierend. Es zieht schön am Mund, säuerlich auf jeden Fall. Und wie gesagt, es wird einfach ein bisschen trockener und lädt dann ein, quasi den nächsten Schluck zu machen. Und ich habe meine erste Himbeerweiße getrunken und muss sagen, das war jetzt nicht so das schlechteste Erlebnis. Also wenn die anderen in der Liga spielen, dann muss ich sagen, freue ich mich auf diese Woche. Für die Himbeerweiße aus dem Brauhaus Lemke, für das erste Bier mal dieser Woche in der Berliner Weiße Woche, gibt es von ProbierTV schon mal 4 von 5 möglichen Punkten für die Himbeerweiße aus dem Brauhaus Lemke. So, dann soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich mal über eure Tipps für Berliner Weiße und hoffe dann, dass ich das ein oder andere hier bei mir im Kühlschrank stehen habe. Es sind ein paar Klassiker dabei, das kann ich schon verraten. Und wie gesagt, jeden Tag jetzt als zweites Video gibt es noch eine Berliner Weiße dazu. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen bei beiden Videos wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.